Therese, was du wieder halt für Märchen hier aufgebaxelt hast, also, beziehungsweise das sind ja keine Märchen, das ist ja Horror, das sind ja Wahnsinnsgeschichten. Ja, es ist schon ein bisschen grauslich. Aber die Märchen sind halt alle ein bisschen grauslich. Oh, nee, du. Reden mir ist ja ein Buch in der Hand gefallen. Märchen. Mal hier aufschlägt. Was ist Rotkäppchen? Es war einmal eine kleine süße Dirne. Die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am liebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was alles dem Kind geben solle. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samte. Rotkäppchen. Es war einmal ein Mädchen, das bekam von seiner Großmutter ein Mäntelchen mit einem Käppchen aus rotem Samt geschenkt. Dieses trug es von da an ständig. Deshalb wurde es von allen nur das Rotkäppchen genannt. Eines Tages schickte die Mutter das Rotkäppchen mit einem Korb mit Kuchen und Wein zu ihrer Großmutter, die allein in einem Haus am Waldrand lebte. Die Mutter schärfte dem Mädchen noch ein, dass es ja nicht vom Wege abkommen solle. Das Rotkäppchen machte sich auf den Weg. Als es eine Weile gegangen war, tauchte ein Wolf auf und erkundigte sich nach dem Ziel des Mädchens. Zunächst wollte Rotkäppchen nicht darauf eingehen, doch der Wolf gab nicht auf, bis das Mädchen schließlich den Wohnort der Großmutter preisgab und sich überreden ließ, den Weg zu verlassen, um einen Strauß Blumen für die alte Dame zu pflücken. In der Zwischenzeit lief der Wolf direkt zum Haus der Großmutter. Mit verstellter Stimme machte er die alte Frau glauben, er sei das Rotkäppchen, und verschaffte sich so Zutritt zu ihrem Haus. Dort verschlang der Wolf die Großmutter in einem Stück. Dann zog er eines ihrer Nachthemden samt Kopfhaube an, legte sich in ihr Bett und wartete auf das Rotkäppchen. Als das Rotkäppchen ankam, wunderte es sich über die offene Haustür. Es trat ein, sah die vermeintliche Großmutter im Bett liegen und fragte: »Großmutter, was hast du für große Ohren?« »Damit ich dich besser hören kann.« »Großmutter, was hast du für große Augen?« »Damit ich dich besser sehen kann.« »Großmutter, was hast du für große Hände?« »Damit ich dich besser packen kann.« »Großmutter, was hast du für ein großes Maul?« »Dass ich dich besser fressen kann!« Mit diesen Worten sprang der Wolf auf und verschlang auch das Rotkäppchen. Mit vollem Bauch legte sich der Wolf zum Schlafen hin und begann laut zu schnarchen. Wenig später kam ein Jäger vorbei und wunderte sich über das Schnarchen aus dem Haus der Großmutter. Als er den Wolf mit seinem dicken Bauch entdeckte, ahnte er, was geschehen war. Mit einer Schere schnitt er den Bauch des Tieres auf und heraus kamen die Großmutter und das Rotkäppchen. Beide waren froh über ihre Rettung und das Rotkäppchen gelobte, zukünftig auf die Mutter zu hören und nie wieder vom Weg abzukommen. Also das sind ja wieder Märchen. Von wem sind das denn? Grimm. Also ernst. Dass du dir vor Geschichten ja auflesen lässt. Du, ich habe doch das Buch gefunden. Ja, das macht ja Sinn, aber das Rotkäppchen hier in dem Märchen, das ist ja nur ganz weit von dem weg, was es na wirklich immer war. Weit weg? Na, aber ganz sicher. Haben wir nicht ja gewohnt in der Nähe? Nee, so eher an der französischen Grenze drüben. Ja, das ist uns, verdammt weit weg. Das ist verdammt weit weg, ja. Gib mir mal her, diesen komischen Schinken da, zeig ich mal, was hast du denn da? Hier unten steht auf der 200. Ja, wenn ich das schön lese. Ja, ach, das ist doch Quatsch. Weißt du, die Gebrüder Grimm, das waren ja zwei Jungs, ne? Der Jakob und der Wilhelm. Und die lebten, die hatten noch zwei Brüder
Der eine, der konnte richtig gut malen, das war der Ludwig Emil. Der hat hier die Bilder gemalt, die hier in den meisten Märchenbüchern von den Grimms drin waren. Und dann haben die 1812 ihre erste Märchensammlung rausgegeben. Und die hieß so, wie das hier auf dem Buch steht, nämlich Kinder- und Hausmärchen. Hausmärchen? Ja. Und weil die beiden Brüder so bekannt waren, wurden die dann irgendwann nicht mehr die Brüder Grimm, sondern die Gebrüder Grimm. Und für die hat man dieses spezielle Wort erfunden und in den Duden geschrieben. Und nur die Grimms sind Gebrüder und alle anderen sind Brüder. So ist das. Und dann hatten die noch eine Schwester, die hieß Lotte. Und die Lotte hatte eine gute Freundin. Von Heinz, eine Schwester heißt auch Lotte. Hab ich letztens mit dir. Ja, es kann ja Sinn, aber das war keine Grimm. Nee, sie ist auch nur. Ja, auf jeden Fall hatte die eine gute Freundin. Ha? Und die hieß Marie. Ja. Marie Hassenpflug. Wie Hassenpflug? Hassenpflug. Ach, mit Doppel-S. Ja. Ja, und die war eine so, naja, so wie die Irmsche, weißt du, hier so ständig tratschen, klatschen und all möglichen Quatschspruch breiten. Ah, wo steht weißt du? Naja, und die hat eben der kleinen Lotte Grimm immer mal so Geschichten erzählt. Unter anderem hier die Geschichte vom Rotkäppchen. Ja. Aber, da muss man auch einfach dazu sagen, was die Marie erzählt hat, das ist ja alles so, naja, so sehr, sehr hübsch ausgeschmückt. Aber so schwammig. Ja, ja. So, die hat mal was in der Zeitung gelesen und dann hat sie mal wieder was von der einen Nachbarin gehört und von der anderen Nachbarin. Und dann hat sie sich daran erinnert, dass der Oma mal euch in der Wanne was erzählt hat, weißt du. Und das hat die alles zusammengemixt und hat dann ordentlich mit dem Löffel drin rumgeriert, ne. Und so hat die das dann der Lotte erzählt. Und die Lotte hat das mitgenommen zu ihren beiden Brüdern. Ja. Und die haben das aufgeschrieben, nochmal in schönes Deutsch, ne. Weil die wird ja nicht gesagt haben, hier, das war mal eine kleine Dirne, sondern die haben gesagt, ja, das war... Mädchen, ne? Ja. Wie das so im Kasseler Raum gewesen ist. Und da haben die das dann schön aufgeschrieben. Und 1812, da haben die dann diese erste Märchensammlung mit 15 Märchen herausgegeben. Und da war unter anderem das Rotkäppchen mit drin. Mhm. Aber soll ich dir mal erzählen, wie weit die Geschichte mit dem Rotkäppchen zurückgeht? Wie zurückgeht? Also, bis... Die ersten Geschichten, die so den Inhalt haben, dass ein kleines Mädchen von einem Wolf angegriffen wird, die gehen teilweise zurück bis ins 11. Jahrhundert. Mhm. Aber die Geschichte, die die Hassenpflug hier mit eingebaut hat und die wahrscheinlich auch wirklich so diesen Handlungsstrang mit das kleine Mädel geht zur Großmutter und so, das ist eine Geschichte gewesen, da gab es nämlich 1794 in der Nähe von Kassel, ein kleinen Ort. Und da lebten viele Leute so sehr ländlich, ne? So. Und da wohnte eine Großmutter ein bisschen nah am Waldrand dran. Und die Eltern haben das kleine Mädchen, die hieß Anna und war gerade mal so 12 Jahre alt. Also ganz klein war sie nicht mehr, aber so trotzdem noch klein genug, ne? Du. Und die haben die zur Großmutter geschickt, die sollte zu der hin, weil die olle Oma krank war. Ja, das ist halt so bei alten Weiber, manchmal werden sie alle mal krank, weißt du wie? So, und da ist die, ja, mir geht's ja auch am Rücken manchmal so, und kennst mich halt auch mal wieder unter Reimersalbe eincremen, du. Und mal das Kreuz abklatschen. Die sollst mir das Kreuz eincremen und nicht abklatschen, du. Sonst... Weißt du, der Kochlöffel hängt in der Küche nicht weit über dem Herd. Ja. Also, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Du hast mich jetzt ganz aus dem Konzept gebracht. Ach ja, die Oma war krank und die sollte zur Oma hin und sollte dann bei der Oma bleiben und sollte sich um die kümmern. Ja, ihr so Haushalt helfen, Wäsche waschen, ein bisschen kochen und so. Ja. Mit 12 Jahren kannst du das ja auch von so einem Mädchen verlangen. Das ist ja kein Ding. Ja. So. Naja, auf jeden Fall haben die dann... das Mädel losgeschickt und weil die halt schon ein paar Tage unterwegs ist dann bei der Großmutter und da noch bleiben muss, hatten die der unter anderem auch ein Brot eingepackt, damit die nicht dort backen muss bei der Oma. Wahrscheinlich ging der Ofen nicht gut oder so. Man weiß ja alles. Nur Brot? Ein Brot hat sie mitgenommen. Nicht mal Kuchen? Nee, Kuchen hat sie nicht mitgenommen. Ein Brot und was sie mit hatte auch, war eine kleine Flasche Gewürzwein. Kennst du das? Gewürzwein? Na, heute gibt es das auf dem Weihnachtsmarkt, da nennen sie das Kleewein. Ach, hey.
Da sind Nelken drin und Zimt und so ein bisschen Zeugs. Das ist aber so gut für den Magen und so. Und, ne? Wenn man das so als Medizin nimmt, ne? Und nicht so zum Vergnügen trinkt. Ja, eine Lüne. Ja. So eine Flasche, da ist ja nicht viel drin. Ja, aber das sollte halt reichen für Oberdach. Und das ist das Mädel halt dann nur in den Wald gegangen, ne? Und da ging so ein bisschen die Berge hoch und so. Ja. Da musste so ein Stück laufen. Und in dem Wald gab es damals noch Wölfe. Oha. Weil in Deutschland ist der letzte Wolf 1848 geschossen worden. Bis dahin gab es ja noch Wölfe. Und die waren durchaus gefährlich. Und die muss wohl so dem Isegrim begegnet sein. Und der hat eine lange Federlesen gemacht. Das war ja Winter, es war kalt. Der hat nichts zu essen gefunden. Hat das Brot gefressen? Ja, ne, nicht nur das Brot, sondern der hat das Mädel zerrissen. Und am Ende blieb nicht mehr viel von der über. Ja. Naja, nun ist es so, dass die Großmutter halt auf die wartete. Die wusste ja, dass das Mädchen kommen soll, ne? Und hat auf die gewartet. Und die kam halt nicht. Naja, und da ist die dann irgendwann, hat die sich in ihrer Kittelage gebummelt, ne? Und da ist die halt in den Wald rein und hat geguckt, wo die bleibt. Hätte ja sein können, dass sie Bein gebrochen hat und irgendwie nicht weiterkommt und so. Naja, und da hat sie sich halt Sorgen gemacht. Das macht man ja so, wenn man Oma ist und so. Na, und da ist die losgestöbelt und hat da eben geguckt, wo das Mädchen ist. Kam sie nicht, fand sie nicht gefunden. Nicht gefunden. Und dann ist sie schon fast den ganzen Berg unten gewesen. Und da hat sie eine Blutspur gefunden. Und da hat sie sich ganz doll erschreckt. Dann hat sie ganz laut gebrüllt. Und durch die Bäume und den Wald ringsherum, da hat das den Schall und den Schrei weit getragen bis runter ins Dorf. Und hat es der Revierförster gehört. Und er hat sich angezogen und hat gedacht, da muss ja einer was passiert sein, wenn da einer so brüllt. Und dann ist der hochgegangen und hat geguckt. Und naja, dem war aber schlecht, du. Der hat sich sein Essen kleiner mal durch den Kopf gehen lassen, du. So viel Blut hat er noch nicht gesehen, ja, so war. Ja, da hast du mal den nächsten dann nie gedüngt, du. Kannst du glauben. Ja, und da hat er dann ganz viele seiner Leute rangeholt. Und unter anderem auch viele freiwillige Männer. Und da haben die dann erst einmal die ganze Schweinerei da beseitigt mit den Mädchen. Und da waren nicht mehr viele. Also, was die beerdigen konnten am Ende von den Mädchen, war noch ein Arm. Mehr war da halt nicht mehr übrig. Riese, das ist wirklich die Hoffnung. Die haben ja nicht einmal den Kopf gefunden. Der ist ja nie aufgetaucht. Naja, und da haben die dann das mitgenommen, was die da so gefunden haben. Und dann haben die sich auf die Suche nach dem Wolf gemacht. Haben die 10 Tage lang den ganzen Wald durchkämmt, in der Hoffnung, den Wolf zu finden. Keine Chance. Keine Möglichkeit. Das war schon nicht wahr. Dann haben sie in den Nachbarorten nachgefragt, ob sie da ohne Helfer kriechen können. Und dann haben sie eine Treibjagd gemacht. Sind auf der einen Seite von dem Berg haben sie angefangen, sind über den ganzen Berg drüber, durch den Wald durch und haben dann auf das Dorf, wo die Eltern von dem Mädel gewohnt haben, haben die Tiere zugetrieben. Ja, die haben jede Menge Wildschweine gesehen und Rehe und Hirsche und alles Mögliche, aber kein Wolf. Und dann ist es so gewesen, dass sie eine ganze Weile Ruhe vorm Wolf hatten. Und als dann das nächste Frühjahr kam, war ja alles soweit gut, ne? Und dann kam der nächste Winter wieder und da war wieder einer verschwunden. Hat er wieder Hunger gehabt? Wahrscheinlich. Aber gefunden hat man den bis zum Schluss nicht. Aber das ist nicht die einzige Geschichte mit solchen Wölfen, ne? Also die Geschichte vom Rotkäppchen, die hat ja unter anderem schon der Franzose Piron aufgeschrieben. Der hat ja auch die Geschichte vom Wettlauf zwischen Hase und Igel aufgeschrieben. Ne? Kennt man ja so. Ja. Oder auch die Fee oder Blaubart, ne? Das hat er auch geschrieben. Aha. So, und Piron hat eigentlich so ein bisschen grausliche Geschichten, so richtige Gruseldinger. Naja, Horrorgeschichten. Freche Horrorgeschichten, du sag ich dir. Ja, und die Grimms haben das so ein bisschen abgeändert, haben das ein bisschen seichter gemacht, damit das für das jüngere Publikum ist. Denn die eigentlichen Leser der Märchen sind gar keine Kinder gewesen. Eigentlich nicht. Die Zielgruppe hier waren die Jungmädels, so ab 14. Ne? So, und für die sollten die Geschichten da was sein. Und deswegen hat das Rotkäppchen nämlich auch ein rotes Käppchen auf. So, ein Kind hat ein Häubchen, so eine Kappe, ne? Ja. Trägt ein Kind. Aber wenn das Kind größer wird, und schön so in dem Alter wäre, wo sie fast zu verheiraten wäre. Ne? Ja. Und wenn dann so das Weibliche so immer im Monat kommt, weißt du, ich meine,
dann ist die Farbe der Mädels rot. Und dann tragen die eine rote Kappe. Das, damit wissen wir eben auch, dass die nicht mehr so klein war. Das war kein kleines Mädel, sondern die war halt schon fast im heiratsfähigen Alter. Und verheiratet hat man damals die Kinder so mit 14. Ja, schon bei Zeiten, ja. Jo, so. Und da musste sagen, deswegen das Rotkäppchen. Das ist so diese versteckte Symbolik dahinter. Und manche meinen ja auch, der Wolf war gar kein Wolf, sondern das war ein Mann. Und die wollten den Mädels eigentlich nur erklären, wenn ihr nicht aufpasst, da werdet ihr vernascht. Also manche Männer machen das ja. Und so Riese, was du wieder hast für Märchen hier aufgebaxelt, also beziehungsweise das sind ja keine Märchen, das ist ja Horror, das sind ja Wahnsinnsgeschichten. Ja, es ist schon ein bisschen grauslich. Aber die Märchen sind halt alle ein bisschen grauslich. Und weil das eben so grauslich ist, haben die Gebrüder Grimm das halt ein bisschen feiner gemacht. Haben da versucht, ein bisschen was schön draus zu schreiben. Die Schärfe ein bisschen rauszunehmen. Die haben ja die Geschichten noch mehrfach überarbeitet. Das erste kam ja 1812 raus. Dann haben sie in den 1826 die Zweitauflage gebracht. Die war ja ganz schnell vergriffen. Da hatten sie ganz viele Sachen immer mal geändert. Und dann die letzte Auflage, die sie selber rausgebracht haben, war 1897. Und da hatten sie ja bei vielen Sachen noch geändert. Da ist zum Beispiel so, dass beim Schneewittchen geknutscht wird. Das gab es ganz am Anfang gar nicht. Schneewittchen? Ja, ja, aber Schneewittchen, da erzählen wir dir ein anderes Mal. Du, das. Aber Rotkäppchen ist schon eine schöne Geschichte. Ach ja, lese doch mal noch einmal. Vielleicht verstehst du es dann besser, wenn du jetzt weißt, dass das ja eigentlich mit bösen Wölfen zu tun hat. Aber die berühmteste Geschichte von einem Wolfsangriff auf Menschen, die ist ja eigentlich in Frankreich gewesen. In Frankreich? Ja. Dieser Wolf, der war eine ganz andere Rasse. Mhm. Weil es gibt ja den europäischen Grauwolf. Das ist der hier bei uns so durch die Lande gestreift ist. Und dann hat man den mit großer Macht bejagt. Und dadurch wurden die Reviere frei. Und der spanische Schwarzwolf hat sich ja angesiedelt. Und der spanische schwarze Wolf, der ist um einiges größer gewesen. Der hatte riesige, starke Kiefer. Der konnte zum Beispiel das Bein einer Kuh in einem Biss zerbeißen. So kräftig waren die Kiefer. Und manche haben auch gemeint, das sei gar kein Wolf, sondern da habe man eine Hyäne mit hineingezüchtet. Deswegen wird manchmal auch von Hyäne. So aus Afrika, weißt du wie? Die mit den kräftigen Bissern, Gebiss und so. Da war ich doch nicht. Ja, auf jeden Fall waren die halt der Meinung, das könnte so gewesen sein, dass die denn da mit hineingezüchtet haben. Aber das geht nicht. So ein Wolf und eine Hyäne kannst du nicht miteinander verkreuzen. Das geht nicht. Aber der berühmteste Wolf war die Bestie von Girardon. Oh ja, Girardon. Ja, das ist so an der deutsch-französischen Grenze Richtung Kassel hin. Und der hat in einem Winter fast 30 Leute gefressen und getötet. Ein riesen Blutbad gemacht. Und die haben daraufhin haben die eine groß angelegte Jagd gemacht und haben über 200 Wölfe geschossen in diesem Bereich im Girardon. Und das ist sogar vom König ausgestattet worden. Der hat gesagt, hier, der Wolf muss fort. Dem sind sie aber nicht habhaft geworden. Fast 10 Jahre lang hat der Wolf dort sein Unwesen getrieben und hat Menschen getötet. Und dann plötzlich hört es auf. Wahrscheinlich muss der Wolf gestorben sein, weil 10 Jahre, das ist so die übliche Zeit, die auch so ein Wolf leben kann. Hat er schon machen, verdorben. Ja, ich denke, der wird einfach nur alt gewesen sein, aber irgendwann war es dann vorbei. Aber der ist so bekannt, da gibt es sogar einen Roman dazu. Und ich habe mir sagen lassen, da gibt es tatsächlich so Leute, die nach dem Prinzip der Gebrüder Lumière das Ganze auf Zelluloid bannen. Und dann kann man sich das angucken mit bewegten Bildern. Bewegte Bilder? Da siehst du wieder, wo der Wolf dazu schlägt. Das kannst du dir angucken. Nee, lass mal. Man liest so schön und dann noch bewegte Bilder sehen. Nee. Das ist schon schwierig, ja, ich weiß. Aber liest du mal nur noch ein bisschen, das passt eigentlich ganz gut. Märchen haben so den richtigen Grad an Unterhaltung für dich. Nicht zu doll, nicht zu wenig, passt schon. Ja, aber Worte. Du, vielleicht solltest du Aschenbrödel überspringen, das ist ein bisschen grauslich am Ende. Ja, Aschenbrödel? Ja, ja.
Oha. Überspring das mal lieber. Ich hau mal nach, ich blätter mal noch ein bisschen. Und wie heißt denn der Märchen immer, wenn sie nicht gestorben sind? Dann lernen sie noch heute.